So, hallo, zu einer weiteren Folge von Let's Play Hearthstone Arena geht weiter. Die zweite Folge nach etlichen, ja, nach 2 Wochen. Und die zweite Folge nach, keine Ahnung, nach der letzten, logischerweise. Aber auch die zweite Folge, wo ich versuche, mal ein wenig weiter voranzukommen mit der Arena. Ich habe mal geguckt. 5 Siege war das Höchste, was ich mal geschafft habe in der Arena. 5 Siege. Wo steht denn das? Kann man das da nochmal sehen? Wo war denn das? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall konnte man das irgendwo sehen, bei den Questlogs. Genau hier. 5 Siege war das Höchste, was ich jemals hatte. Und ich kauf mich in die Arena rein. Ich versuche mich mal wieder zu verbessern. Und verbessern heißt in dem Fall, oh, ich werde auf jeden Fall den Magier nehmen. Den Magier werde ich nehmen für die Arena. Und dann hoffe ich, dass ihr mich in den Kommentaren ein bisschen unterstützt. Welche Karten sollte man nehmen? Meine Magie wird sicher sein. Und wir schauen einfach mal. Wähle eine Karte. Muro Champion ist ganz schön Kotze. Kampfschrei erhält 1-1 für feindlichen Diener mit Todesseuche. Und das ist schon. Ja. 3 Mana und dafür ein 2-3er. Hat aber Spott. Oder ein 3 Mana mit 3-3 und Zauberschaden. Alles irgendwie Kacke. Ist echt alles irgendwie Kacke. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Deathrattle-Deck irgendwie kommt? Ich glaube nicht so hoch. Hat aber Spott. Ich nehme mal den Rouge-Speier. Oh, der Silence ist schon mal richtig gut. Der Astrale Beschwörer ist auch eine richtig gute Karte eigentlich. Entdeckt einen Zauber, obwohl der in der Arena, glaube ich, nicht so stark sein wird. Ich nehme mal den Silence mit rein, der kann nicht schlecht sein. Mad Scientist, ich habe leider keine Secrets. Der Schlachtzugsleiter, 3 Mana. Dann doch lieber den Blutsumpfraptor. Der ist. Kostet 2 Mana, hat 3 Angriff, 2 Lebenspunkte. Und die für 3 Mana dafür die. Buffs. Ja, gut zum Raptor. Okay, der junge Drachenfalke ist schon mal ziemlich für die Tonne. Gebenpirscher könnte nett werden. Der Fireball ist aber auch nicht schlecht. Und ich werde, glaube ich, den Fireball in dem Zusammenhang nehmen, weil er mit dem Rußspeier natürlich eine gute Kombination ist. Oh, Cane Explosion. Da werde ich, glaube ich, auf jeden Fall den Flamespike nehmen, weil ich AOE brauche. Das ist schon mal ganz gut. Schlagsoftleiter ist nicht das. Der Cane Explosion wäre natürlich auch eine gute Kombo mit den Rouge Spire, 2 Damage. Ja, den Flamestrike. Oh, der Acolyte of Pain ist super. Aber auch der Söldner der Venture Corporation ist auch super. 7-6 ist eine starke Arena-Karte, wie ich bisher so mitbekommen habe. Aber der Acolyte of Pain für Kator gar nicht mal so schlecht. Deswegen werde ich, glaube ich, den nehmen. Der Source Apprentice ist immer eine gute Karte, genau wie der Fairy Dragon, der natürlich gut ist, weil er die Zauber abhält. Das ist meine Meinung. Verbessert mich da. Der Ansturmkommandant, 4 Mana, 5 Leben und 2 Angriffspunkte und Ansturm. Aber ich glaube, ich werde den Source Apprentice nehmen, weil ich damit die meisten Möglichkeiten habe. So, da ist wieder der Astrale Beschwörer. Oh, der Clockwork Gnome. Der wäre auch nicht schlecht, aber ich habe noch nichts, was da. Wenn ich ein Archmage Antuni das hätte, dann würde ich den auf jeden Fall nehmen. Ich glaube, ich werde mal den Astralen Beschwörer. Oder? Ich versuche mal den Astralen Beschwörer. Maid des Sees. 4 Mana, 2-6. Ritter der Silbernen Hand. 5 Mana. 4-4 und ein 2-2er. 5 Mana.
Boah, Heldenfähigkeit kostet 1, wäre eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Gerade in Kombination mit den Acolyte of Pain eventuell. Boah, ist das schwierig. Also der verirrte Waldschreiter ist für 4 Mana. Puh. Ich glaube, ich nehme mal die Might of Seas. Okay, Reno Jackson. Fuck the shit. Loatap ist auch nicht schlecht. Folgen würde mir nicht viel bringen. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall Reno Jackson nehmen. Den Spellbreaker brauche ich nicht. Miniflosse ist kacke. Frostnova synergiert gut mit den Zauberlehrling. Ich nehme die Frostnova. Arcane Explosion Gorilla Bot wäre gut. Ich habe nämlich einen Bot. Der Felsenkiefertrock wäre aber auch nicht schlecht, wenn man gegen andere Mages spielt. Arcane Explosion. Einen zweiten AOE noch mit reinziehen. Ich werde mal den Felsenkiefer trocken nehmen. Der Gorilla-Bot ist stark. Aber ich habe bis jetzt nur einen Mech. Ja, wir mal gegen Magier eventuell, wenn wir da jemanden haben. So, 2 Mana Counted Creeper ist gar nicht mal so schlecht. Knochenwachenleutner. Im Zweifel, glaube ich, wenn wir den Counted Creeper nehmen. Der Frostbot, da brauche ich, glaube ich, nicht lange überlegen. Scharfseher von 3 Mal. Puh, ja, ich nehme den Frostbolt. Der Mana-Würm. Okay, jetzt sind natürlich die Synergien da. Da muss ich auch nicht lange überlegen. Der Juwelen-Skarabäus. Kernon ist scheiße. Knochenwachenleutnant. Ja, Inspire. Ich will schon mit der Heldenfähigkeit arbeiten. Gerade wegen den Acolyte of Pain. Oder eine neue Karte entdecken, sozusagen ein Kart-Tor. Boah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich spiele mal mit den Juwelen-Skarabäus. Versuch's einfach mal. Oh, da muss ich auch nicht lange überlegen. Der Pilot-Schwerter ist einfach zu gut, um ihn nicht zu nehmen. Nervatron noch im Frostbolt. Nervatron ist auch nicht schlecht, dann hätte ich einen zweiten Mech. Vielleicht kriege ich doch nochmal den Gorilla-Bot. Aber der Frostbolt ist auch nicht verkehrt. Nimm mal den Nervatron. Noch ein Fireball. Ich glaube, jetzt nehme ich den Söldner. Iceblock, der Big Game Hunter. Iceblock wäre auch nicht verkehrt. Eine Zauberblockerin. Die Zauberblockerin spiele ich eigentlich sehr, sehr gerne, aber hier habe ich jetzt keine guten Kombinationen für sie. Der Big Game Hunter wäre gar nicht mal verkehrt, wenn wirklich mal ein richtig fieses Biest ausgespielt wird. Frage ist nur, der Eisblock wäre natürlich auch nicht verkehrt. Ich glaube, im Zweifel, ich spiele mal mit dem Big Game Hunter. So. Eisbarriere, auch nicht schlecht. Noch ein Mech mit der Micro Machine. Frost Elemental ist kacke. Mal die Eisbarriere nehmen. Noch eine Frost Nova. Noch mal Haunted Creeper. Dunkel Eisenzwerg. Wäre eigentlich auch nicht verkehrt. 4 Mana, 4-4 und ein Kampfschall plus 2 Angriff. Haunted Creeper ist schon richtig gut. Wie ich finde. Noch eine zweite Frostnova brauche ich, glaube ich, nicht. Boah, ist das schwierig. Was könnte ich denn damit buffen? Im Early Game habe ich gar nicht so viel. Natürlich wäre es klug, nicht so viele Karten doppelt zu haben wegen den Reno. Jetzt spiele ich mal mit dem Nuckeisenzwerg. Noch ein Frostbolt. Ich glaube, den kann ich jetzt schon fast gar nicht mehr ignorieren. Frostwolf Krieger.
Der Kriegsfürst, der wäre auch nicht verkehrt. Aber ich glaube, ich werde hier auf jeden Fall, obwohl der angesponsert hat. Er hat den Frostboden. Der Lipano. Eigentlich auch gar keine so schlechte Karte. Nehme ich. Der Flammenschürer ist natürlich super gut mit der mit den Zaubern, die ich habe. Ja, gekauft. Nomish Inventor für mehr Kator. Die Grubenkämpferin ist auch nicht schlecht. Brauche ich denn mehr Kator? Bis jetzt habe ich nur den Acolyte of Pain, auf den ich mich da verlassen kann. Schwierig. Astrale Beschwörer ist auch nicht schlecht. Und ich habe, glaube ich, den Juwelenskarabius, genau. Ah, Pitfighter ist schon gut. 5 Mana, 5 Angriff und 6. Der Gnomische Inventor aber ist aber auch nicht schlecht. Immer ein Pitfighter. Eine Waffe haben wir nicht, fällt schon mal flach. Der Kobalt-Geomant wäre ganz gut, um relativ schnell viel Schaden auszuteilen. Wegen dem Zauberscham plus 1. Werde ich, glaube ich, auch nehmen. Noch ein astraler Beschwörer. Der Erntegolem ist aber auch ziemlich gut. Durch den Death Rattle. Deswegen werde ich den mal nehmen. Waffen haben wir nicht. Faceless Manipulator, eine Zauberformerin. Brauche ich den Faceless? Habe ich irgendeine Karte? Reno. Ja, gut, würde mir nicht viel bringen. Der Söldner. Den könnte ich duplizieren mit 10 Mana. Drache von Kaltara wäre auch nicht schlecht, gerade weil ich auch mit der Maid des Sees spiele. Ich werde es mal mit den Drachen von Kaltara versuchen. Der Crazy Alchemist. Spott und Gottesschild für 6 Mana. Der Crazy Alchemist könnte manchmal auch nett sein. Der Thrustmaster ist auch nicht schlecht, aber 6 Mana. Und dann halt die Chance, ja, wo ich habe so viele. Nee, das lohnt sich nicht. Ich habe nicht so viele Late-Game-Karten, dass sich das lohnen würde, wenn man Crazy Alchemist spielen. Okay, spielen wir mit dem Deck. Ich habe eine Karte doppelt und ist der Forceboard. Sonst könnte sich das lohnen mit den Reno. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein und versuchen unser Glück. Ah. Gegen Gul'dan. Eure Seele wird mir gehören. Okay, Reno Jackson schon mal auf der Hand. Der Erntegolem Harvestgolem ist gar nicht mal so verkehrt. Ja, okay. Und kein. Hätte gerne den Mana-Würm gehabt. Der Kobold-Geomant. Das ist böse. Muss das sein? Das ist sehr böse. Nehmen wir mal mit dem Javis-Gerwin. Der Zauberkünstler. Ist gar nicht mehr so verkehrt. Krokolisk. Dunkeleisenzwerg. Dunkeleisenzwerg, wenn er mir den stehen ist, dann möchte 3 Damage und kann ich den loswerden. Lootholder, okay. Da legt man richtig los. Dann noch kein Zauber.
der mir irgendwas bringen würde. Gucken, ich muss den loswerden. Das soll eine Waffe sein? Hier, zieh mal Karten. Fünf Mana, kann ich die beiden ausspielen? Kehrt auch ein. Nett. Zwei, fünf, drei Mana. Ein Zauberkünstler ausspielen. Fuck, jetzt kann ich den schon nicht mehr töten. Lass die Schmerzen sprechen. Haunted Creeper. Fertig. Boah, ich langsam mal einen Zauber. Das ist ja mal nett. Viele Möglichkeiten. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ach, jetzt nimmt er mir den weg, okay. Damit kann ich einigermaßen leben. Reno. Ja gut, der bringt mir nicht wirklich viel an der Stelle. Ich habe noch keinen Zauber, was ein bisschen nervig ist. Da haben wir den Phosphor, das ist gut. Mehr Schmerzen. Mehr Schmerzen. Okay, den müsste ich mal ganz schnell aus dem Spiel nehmen. Flamestrike. Mal überlegen. 3, 7. Mehr Schmerz. Okay, der ist stark. Soll ich Zauberkünstler mal versuchen? Gesucht. Tot oder lebendig. Okay, das ist mal richtig nice. Dann spielen wir das so noch. Damit kann ich leben. Also ich brauche auf jeden Fall einen Frostbot, habe ich schon rausgespielt, deswegen geht das mit dem Reno schon mal. Power Overwhelming. Ich werde ihn töten, okay. Eine Mörlock. Okay, warum nicht? Gucken, 5-5 und Spott. Das wäre nett eigentlich. Eigentlich wäre das richtig nett. Das ist ja wirklich richtig nett. Oder 5 Irrwische. Ich glaube 5-5, dann hätte er 8-8. Dann könnte ich ihn schon mal richtig unter Druck setzen. Hallo, hallo, hallo.
Ich habe immer noch Reno, das ist das Gute. Ich frage mich, ob... Die Wahrheit ist mein Schild. Okay, das ist bitter für mich. Mein Reiz hier explodiert fast nie. Der bräuchte noch einen mehr. Okay. Nein, ich könnte das mit den Kobold-Geomanten hochstellen. Dann würde ich sogar fast alle wegbekommen. Du nicht nehmen Kerze! Zieht! Die beiden ausspielen, um mehr Druck zu erzeugen. Weil ich glaube nicht, dass es mich diese Runde töten kann. Magie registriert. Okay. Dann wäre ich der Anubisat. Ein Frostbolt. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Oh shit, jetzt habe ich es genau falsch rum gespielt. Das wollte ich eigentlich nicht tun. Das war Fail. Zieht! Ich hätte zuerst den Pitfighter ausspielen sollen und dann den Söldner. Oh, der wird. Auch nicht verkehrt, aber trotzdem gewonnen. Ja, lief doch mal ganz gut die erste Runde mit dem Magier. Hey, warum habe ich denn jetzt eine neue Quest bekommen? Was ist da denn los? Okay, gehen wir rein in die nächste Partie. Dreimal will ich unbedingt gewinnen, um zumindest die 150 Gold irgendwie wieder reinzubekommen. Jaina gegen Malfurion! Ich muss die Wildnis schützen. Gegen den Druiden. Der Mann aber mir schon gar nicht mal so übel für den Start. Jetzt noch ein oder zwei Zauber. Oh, das ist eine nice Combo. Ich muss nur hoffen, dass er mich da irgendwie, dass er den stehen lässt. Was er machen kann, ist, er kann gerne ein Minion ausspielen, damit ich den Frostbolt schon mal los bin. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Wollt ihr etwas in die Luft jagen? Oh fuck, oh fuck. Okay, das geht. Ja, zumindest ist kein Bildschirm mehr. Das so spielen. Die Frostnummer ist auch nicht verkehrt, um ihn zu buffen. Okay, das ist ätzend. Hallo, hallo, hallo. Okay.
Was kann ich machen? Nächste Runde die Hero Power und den Nervatron. Lass die Schmerzen sprechen. Okay, ja. Hero Power und Nervatron. Den will man eigentlich sofort loswerden. Ich glaube, da warte ich noch bis zur nächsten Runde, den Dunkeleisenzwerg zumindest noch töten. Oder ich töte ihn einfach mit dem Mana-Wurm. Und zumindest keine drei Karten gezogen. Der Rabengötze. Trinkt mit mir. Okay, dann holt er wieder zurück. Ich okay, da gibt auf. Merkwürdigerweise. Ich hatte aber auch einen richtig guten Start gerade. Und das Gute ist, ich habe immer noch Reno und Reno ist verdammt stark in der Arena. Ich habe nur einen Forceball doppelt, das ist das Gute. Ich muss immer nur schauen, dass ich den damit ich den Reno auch hundertprozentig effizient spielen kann. Jaina gegen Garrosh. Sieg oder Tod. Den Nervatron. So Eisbarriere, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn das ein Control Warrior ist, dann gute Nacht. Ich hab so einen Coin. Ich bin bereit. Okay. Das wird doch erstmal drin spielen. Ich spiele den Jared aus. Goblin Pionier. Der rastlose Abenteurer. Boah, ist alles irgendwie ätzend. Obwohl ich den tobenden Worgen sogar triggern könnte. Das mache ich mal. Aber erst mit 5 Mana. Schilde hoch! Okay, interessant. Big Game Hunter. Damage. Ich diene dem Feuerfürsten. Für den Kriegsherrn. Okay, den will er loswerden. Den wird er nicht stehen lassen. Pit, Alter. Ach, den habe ich auch. Das ist so. Das Problem könnte ich auch ausspielen. Den Pilot. Ich glaube, ich werde auch den Pitfighter spielen. For a war. X. Okay, jetzt ist langsam ätzend. Ein Forceboard. Tja, da habe ich wohl jetzt die Arschkarte gezogen. Aber wenn er den tradet, dann ist er auch tot. Aber mit der Waffe hat er, kann er den nicht töten. So, da ist der Forceboard schon mal raus. Die Gruftspinne, auch eine richtig starke Karte. Der Flamestrike wäre mal nicht verkehrt.
Ach ja, stimmt, der macht ja 3 Damage. Ein Doomsayer. Okay. Gut gespielt. What the fuck? War richtig Lack gehabt. Der Drache von Kaltara. Glaube ich, werde das jetzt erst einmal. Wie werde ich das denn spielen? Das Wächter der Anubisat werde ich mal, glaube ich, silenzen. Okay, Spellbreaker. Zauberlehrling. Den Drachen von Kaltara spielen. Die Bestie. Oh, der Big Game Hunter kommt da genau richtig. Gut, dass ich den noch auf der Hand habe. Ich habe meine Beute erwischt. Gespielt. Ich habe monatelang da drin gesteckt. Machen wir den mal weg. Ah, sieht nicht so schlecht aus für mich. Brauche eigentlich nur noch den Drachen. Oh. Okay, da kann ich den Crazy Alchemist jetzt einsetzen. Der lohnt sich jetzt mal richtig gut. Okay, er tut auf. Ah, mit dem Crazy Alchemist hätte ich das jetzt auch noch geschafft, wäre ich noch dran vorbeigekommen. Ja, der Big Game Hunter. Nicht schlecht. So, meine 3 Siege habe ich schon mal. Das ist nice. Gucken wir mal, über eine Stunde Arena. Das wird wohl dieses Mal nur ein Arena-Match werden. Mal gucken, wie lange das noch geht. Spiel so lange, bis ich verloren habe. Mal gucken, wie lange das wohl gehen mag. Jaina gegen Thrall! Eure Zeit ist gekommen! Ihr habt es so gewollt. Mightesies. Puh, eigentlich gar nicht so ein schlechter Start. Okay, doch ein schlechter Start. Hätte ich ihn mal behalten. Ja, was spiele ich als nächstes aus? Der Rußspeier wäre schon okay. Ach ne, ich habe ja 2 Mana. Dann noch die Hero Power. Einweg hebe ich mir mal auf, falls ein blöder, falls die blöden Geisterwölfe auftauchen. Oder ein Erdelementar, das wäre auch bitter. Was tun? Was tun?
Okay, du musst schon wieder der Axt. Wieder. Der Direwolf Alpha. Interessant. Den muss ich auf jeden Fall mal loswerden. Der Kobold-Geomant. So, mit 4 Mana die Might des Sees. Mein Reiz hier explodiert fast nie. Komm schon! Ach, knapp. Der Bühnenbrecher schon mal hat er drin, okay. Und das ist jetzt schon ganz schön bitter, aber ich kann die Zeilen sind, das ist das Gute. Und mit dem Key Kobold Geomant. Ein Zombie-Char. Okay. Damit ich nicht durchkomme. Deswegen hat er das gemacht. Vino. Fünf Mana, da könnte ich dann schon mal mit dem Accolade of Pain anfangen. Ich glaube, jetzt fünfmal mit dem Accolade of Pain ein bisschen Karten ziehen. Habt ihr Fisch dabei? Oh. Okay. Ich brauche nämlich ganz dringend den Flamestrike. Kann ihn zwar noch nicht einsetzen, aber es wäre trotzdem nett, wenn ich ihn bekäme. Mit 6 Mana die Might des Sees, um effizient zu spielen. Na, also den auch noch töten. Okay. So rum. Aber den will ich mir den noch auf. Jetzt hält er sich erstmal wieder tot und dämlich. Lass die Schmerzen sprechen. Das war's. Der Flammenschwörer. Da könnte ich mit 7 Mana ganz schön ordentlich Damage machen. Der dunkle Eiszwerg. Ich brauche den Flamestrike, ansonsten brauche ich hier erst gar nicht weitermachen. Okay, langsam wird's nervig. 6 Mana. Da muss ich irgendwo rausschmeißen. Oder ich kann jetzt mit der Might des Sees spielen. Ich bin vom Fluch befreit. Jetzt wäre aber natürlich cool, im Zusammenspiel den Drachen von Kaltara, den ich leider nicht habe. Wer sich mit dem Stier. Okay, den werde ich mal gleich wegbolzen. Das passt auch im Zusammenspiel mit dem Flammenschürer ganz gut. Okay, das ist richtig bitter. Das ist mal richtig bitter. Schmeißt die Waffe weg. Okay, ja, zum Flammenschwörer raus. Es wäre immer noch toll, wenn ich einen Flamestrike bekäme. Gerade jetzt bald, wo ich den Kobold-Geomanten als Combo spielen könnte. Um 5 Damage zu verursachen, das wäre so nett. Jetzt ist der 2 losgeworden.
ärgerlich. Habe ich schon einen Forceport ausgespielt? Ich hab noch gar keinen Forceport gesehen. Jetzt habe ich einen Forceport. Wie hat er denn? Er hat 5, 6, 9 Damage hat er schon. Ich heißt, ich muss auf jeden Fall den Forceport irgendwie loswerden. Am besten gegen das Totem. Dass ich mich ständig wieder neu heilt. 4 hätte ich dann noch übrig. Ich spiele mal den Rußspeier aus. Ziehe 2 Karten, das ist doch nett. Man spielt doch anders. Das ist der zweite Forceport. Das heißt, ich werde jetzt als nächstes Reno spielen. Okay, das ist ätzend. Lol. So, Reno. Oh, da kommt der Flamestrike. Fuck, shit, das reicht leider nicht. Den Flamestrike könnte ich denn noch eine Runde überleben? Das ist die Frage jetzt. Ich glaube schon. 5. Er müsste 5 Damage machen. Ich riskiere es mal. Oder ich packe den Frostbolt auf ihn rauf. Ich glaube, das ist sogar günstiger. So, und nächste Runde Reno. Reno mit den Source Apprentice und den Kuroki. Okay. Ja, ja, mach mal. Riesenkiefertrock. Ich glaube, es müsste gehen. Ja. Gut gespielt. Felsenkiefer-Trock wäre, glaube ich, sogar günstiger an der Stelle. Kobold-Geomant. Ja. Gucken, wenn er jetzt irgendwelche Zauberkarten ausspielen sollte. Ogerzahl! Schon bin ich wieder in der Bedrohung hier, wenn ich die Beine ausspiele. Das wäre auch eine Möglichkeit. Der Big Game Hunter nützt mir nichts. Ich habe genau das, was ihr braucht. Ein Blizzard. Noch ein Flamestrike, der kommt ja wie gerufen. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Das war's. Das wird jetzt noch klappen. Ah, geht auf. Das war ein Fehler. Ah, komm, spiel deine Karten noch aus. Oh, yes, baby. Okay. What the fuck? Alles ausgespielt. Die werden euch vernichten. Ah, ich glaube, du wirst jetzt gleich noch wütender sein. Wie geht's? Wie steht's? Oh, was? Das Flametank-Tote. Diese Runde. Okay. Ja, das lief. Das habe ich ein bisschen Lack gehabt, aber das war nice. Hat gut funktioniert. Und ich habe bald meinen eigenen Rekord eingeholt. Den 5. Sieg. Ja.
Was? Ja, Magier liegt mir einfach besser. Magier ist auch am stärksten zusammen mit dem Paladin in der Arena. Da muss man nicht drüber diskutieren. Das ist gar nicht mal so schlecht, das Deck, was ich mir zusammen gepickt habe. Natürlich eben gerade auch Lack gehabt, dass ich da ausgerechnet den Flameswag und den Blizzard beide zur Auswahl hatte. Jaina. Blizzard hätte nicht gereicht. Okay, jetzt winkt die erste Niederlage. So gewollt. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Okay, das ist mal ein richtig mieser Start. Ah, das geht gerade so noch. Ah, wenn er Mana-Würm hat, dann... Flameswag gleich mal auf der Hand. Mana-Würm wird natürlich auch extrem ätzend am Anfang. Das ist Mana. Nee, für zwei Mana? Was hat er denn da? Ein einziger sofort. Gucken wir uns erstmal eine Karte an, der Mind Control Attack. Der Worgen ist wieder super. Obwohl er mit dem wegtraden kann, genau wie der Arcane Golem. Da müsste man mal gucken. Ich spiele trotzdem noch mal auf dem Worgen. Der ist super. Gerade im Zusammenspiel mit der Heldenfähigkeit könnte der nett werden. Dafür müsste ich ihn aber jetzt gleich ausspielen. Da kann ich jetzt nicht ewig warten. Muss ich ihn gleich versuchen zu spielen? Und hoffen, dass er den nicht traden kann. Ach, er kann nicht traden. Ach, schade. War ein Versuch wert. Mana Würm. Ich will es Mana-effizienter spielen. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Die Klerikerin. Der Buschspeier. Dann ein bisschen Druck machen. Na, wir nennen es der Flamestrike-Grenze. Für den Lichtkönig! Okay, der ist ätzend. Auch direkt traden. Nervotron ist okay. Obwohl der Drache von Kaltara jetzt, glaube ich, besser wäre. Der Spectral Knight ist natürlich auch nicht verkehrt. Oh nein, er hat einen Fireball. Oh nein. Okay, na, wenigstens ist der jetzt schon mal raus. Der Pilot. Hallo, hallo, hallo. Oh, oh, der Mechanical Yeti. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob das so okay wäre an der Stelle. Den Flamestrike würde ich sie beide los. Ne, würde ich sie nicht loswerden. Dann muss ich das doch erstmal so spielen. Okay, das ist interessant. Das ist nicht interessant. Jetzt kommt der Flameswag. Naja, Kälte. Das ist bitter. Das ist sehr bitter. Der Flammenschürer. Ja, gut, der bringt mir auch nichts. Jedenfalls im Moment nicht. Yeah.
Okay, das sieht gar nicht mehr gut aus für mich. Aber die kann ich alle loswerden, das ist gut, ja? Zusammen mit dem Flammenschürer. Ich diene dem Feuerfürsten. Das sieht nicht mehr gut aus. Ich bräuchte ganz dringend mal ein Acolyte of Pain. Oh oh. Wir vorne hier, oder? Oh, ein Fußball. Das sieht echt bitter aus. Ein Reno Jackson. Ja, mein Reno fehlt mir leider. Oh, okay, er hat ihn einfach nur so eingesetzt. Interessant. Fliegen die Viecher nur so um die Ohren und mir fehlt nach wie vor. Der Frostbolt, habe ich da schon einen eingesetzt? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich glaube, ich habe noch keinen gemacht. Jetzt kommt der Frostbolt, das ist ganz gut. Ja, das ist das Einzige, was ich so wirklich machen kann: einen von denen wegzunehmen. Ja, das sieht nicht gut aus für mich. Irgendwo schwirrt noch Reno rum. Der Frostbolt ist raus, das heißt, Reno könnte ich am Ende nochmal einsetzen, wenn ich so nur 10 Lebenspunkte habe oder so. Oder eine Fackel. Ein Frostbolt. 8, 11 Damage. Okay. Reno bräuchte ich jetzt ganz dringend, aber ich habe wirklich Pech gehabt, dass ich keinen. Ja, okay, ich glaube, das können wir vergessen. Ich bin vom Fluch befreit. Sieben. Ja, das können wir, glaube ich, vergessen. Hat genau 7 Damage. Schade. Diese Runde geht auch noch. Bedauerlicherweise habe ich nicht Mino bekommen. Ich habe auch leider nicht den Dingsbooms bekommen, wie heißt er? Den astralen Beschwörer. Zwei Dinge, die ich hätte sehr gut gebrauchen können. Der hat mich einfach überrannt mit seinem Magenwende. Hat nicht gut funktioniert. Wenig Zauber leider bekommen. Und da bin ich dann richtig am. Ich hoffe, dass es jetzt besser wird und ich ein paar Zauber bekomme. Wäre nett. Jaina gegen Uta. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Und jetzt kommt auch noch der bescheuerte Paladin. Jetzt hätte ich einen Zauber, es sind jetzt schon wieder fast zu viele. Der Crazy Alchemist. Und der Harvest Guru. Ich kann auch nichts machen, das ist ekel. Also den einen Frostbolt habe ich schon mal. Das heißt, Reno incoming wäre mal nett. Das, ja, das Spiel hat zwar erst gerade erst angefangen, aber trotzdem wäre es nett. Okay, wir Karten ziehen. Interessant. Eine Karte zieht er auf jeden Fall. Ne, zwei zieht er. Jetzt. Ne, eine. Obwohl, wenn er auf dem Face bleibt, dann zieht er zwei. Ja, dann bleibt er auf dem Face und zieht Karten. Das ist genau das, was man eigentlich nicht will in der Arena.
Wann den Pilot nächste Runde schon spielen? Ich frage mich, ob... Melde mich zum Dienst. Angegriffen hat er ja schon. Die Eisbarriere. Zwei. Nee, ich muss so machen. Den Alchemist rauszuspielen wäre blöd. Könnte jetzt aber nächste Runde in Accolade plus Hero Power spielen. Das wäre wesentlich angenehmer. Ach, eine Eye und Big Oil, okay. Ich glaube, das wäre wirklich angenehmer. Ich müsste die Beine aber erstmal loswerden. Ein MacWalker, okay, vergessen wir die Theorie. Wir müssen die beide erstmal loswerden. Felsenkiefer-Trock habe ich auf jeden Fall noch. 6 Mana. Okay. Das ist nicht mal so toll. Eisbarriere mit dem Mana-Würm. 4 Mana. 6 Mana. 4, 5. Das so rum und dann nehme ich die raus. Ach, um Gottes Willen. Oh, okay, der Felsenkiefer trocken muss auf jeden Fall sein. Das war ein Lacker. Das ist schon mal gut. Könnt ihr ihn auch spielen? Das sind genau 7. Ich diene dem Feuerfluss. Das war's. Okay, das war mies. Crazy Alchemist auf dem Beschwörungsstein wäre nett. Okay, das ist mies. Nicht mit mir. Noch die Waffe. Mein neues Rezept wird euch gefallen. Gucken wir mal, den. Und dann spiele ich die. Ich bin vom Fluch befreit. Der Pelsenkiefertrock wäre immer noch eine Alternative, falls er zu viele Zauber auf der Hand hat. Mal gucken, ob er jetzt die Waffe wegschmeißt. Hätte immer noch Card Draw. Lasst mich nachdenken. Einen Frostbot habe ich ja schon rausgeschossen. Das heißt, Reno wäre auch noch eine Alternative zum Schluss. Okay, das ist ein Problem. Und zwar ein richtig großes Problem. Der könnte richtig ätzend werden.
So, ich muss jetzt erstmal Karten ziehen. Ja, wenigstens zwei Karten. Lass die Schmerzen sprechen. Eine Iron League Oil. Trogsor! Ich hätte vielleicht doch lieber ihn töten sollen, aber dann hätte ich nur eine Karte gezogen. Und so ziehe ich dann vielleicht doch zwei Karten. Lasst mich nachdenken. Banzai! Okay, das ist meine. Oh, ich hab die Iron Week Oil. Das ist. Melde mich zum Dienst. Das war ein Fehler. Der Drache von Köln. Und dann spiel ich ja mit dem Drachen aus. Das war's. Lass die Schmerzen sprechen. Okay, jetzt noch mal hin. Der Vulkandrache. Meine Augen sind offen. Reicht das für viermal? Ich glaube schon. Eins. Zwei. Drei. Vier. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Das war's. Okay, ein Heldenopfer. Mal den Buschspeier spielen. Ja. Ein Rächer. Okay, das ist nicht mal so toll. Ich habe genau das, was ihr braucht. Ein Eisblock. Mirror Intentity. Okay, holen wir uns. Mal gucken, was er ausspielt. Vielleicht irgendwas Starkes. Was nutzen? Oh, ja. Das ist gut für mich. Das Dingo! Ja! Das könnt ihr nicht ernst meinen! Und das ist wiederum schlecht für mich. Obwohl ich den höchstwahrscheinlich sogar tot bekommen würde. Aber den habe ich ja auch drin, das ist das Gute. Also die Zauberlanding brauche ich nicht mehr. Lass mich rein. Lass mich nachdenken. Er macht es so. Hab ich mir eigentlich auch schon fast gedacht, dass er das tun wird. Ein Fireball. Oh, nice. Dann kann ich ihn sogar so loswerden. Aber ich spiel's trotzdem so herum, weil ich den nicht mehr brauche. Nicht gut. Rino! Okay, jetzt will er auch gar nichts mehr schief gehen.
gewonnen! Nochmal 40 Gold abgestaubt. Und da ist der Rekord eingestellt. 5 Siege. Das ist mein Rekord. Mehr habe ich nie geschafft. Aber es geht weiter. Mittlerweile haben wir schon über eine Stunde aufgenommen. Ich spiele so lange, bis ich verliere. Kennt das ja. Ein Sieg noch und ich habe meinen Rekord überboten. Das ist das Höchste, was ich denn jemals erreicht habe. Okay, gucken wir mal. Jaina gegen Jaina. Magie gegen Magie ist immer schwierig. Da ist schon mal der Vorspot. Den ich schon gerne zum Start drauf behalten. Oh, um Gottes Willen, das ist kein guter Start für mich. Überhaupt kein guter Start für mich. Okay, das ist wirklich kein guter Start. Etwas in die Luft jagen. Oh. Vier Mana, da kann ich den Pilot ausspielen. Das würde mir schon ein bisschen Tempo geben. Zwei weniger. Oder ich spiele den Javel, aber der Javel wäre blöd. Der Pilot ist einfach so unglaublich stark. Man hat so noch rausspielen. Oh mein Gott. Okay, das will man nicht haben. Das ist ja wohl das Blödeste, was einem passieren kann. Also ist wirklich richtig scheiße gerade gelaufen. Okay, den will man nicht haben. Den will man liebend gerne loswerden, den blöden Millhaus. Okay, das ist gut für ihn gewesen. Das war schlecht für mich. Ein Fireball. Ich könnte jetzt mal ein bisschen Karten ziehen. Und den Sack töten. Das mache ich, glaube ich, auch jetzt mal. Die Karten ziehen, der Big Game Hunter den hat auch schon mal. Drei Mana. Vier, mit vier. Kann ich irgendwas mit vier ausspielen? Nein, kann ich nicht. Der Windzorn. Oh Gott, den muss ich auf jeden Fall loswerden. Mal gucken. Zwei Karten. Ich könnte ihn auf drei. Ja, ich glaube, das muss ich sogar machen. Das soll eine Waffe da sein. Mir gar keine andere Wahl. Mehr Schmerz. Den will man nicht auf dem Board lassen. Oh, der Zauberkünstler ist gefährlich, aber ich spiele mal. Eine gute Karte, die mir weiter hält, die mir ein bisschen weiterhelfen könnte, ein bisschen mehr Druck zu machen, aber ihn natürlich auch in die Karten spielen würde. Puh, vier Mana. Sieben Mana nächste Runde. Hm. Dann könnte ich die Hero Power bisschen. Okay. Das ist bitter. Wie spielt es so? Ich habe genau das, was ihr braucht. Ein Pyroschlag. Okay, nice. 10 Damage. Ich versuch's mal. Kartwa brauche ich im Moment nicht. 3, 4. Ich könnte den töten, aber. Boah, es ist schwierig. Ich weiß nicht, was er dann rausbekommen würde. Wenn ich ihn trade. Puh, ist echt schwierig. Was soll ich nur tun?
Ich mach's erstmal so rum. Und trade dann mit dem 6-3er. Ich hätte traden sollen. Ich habe immer noch den Fireball, deswegen. Mal gucken, was er jetzt macht. Ist irgendwie nur noch 10 Damage hinbekommen. Das habe ich sogar auf dem Board liegen, die 10 Damage. Okay, er macht es so rum. So viele Zuschauer. Fuck. Okay, jetzt muss ich den mit dem Fireball weghauen, ansonsten habe ich ein dickes, fettes Problem. Da wird der Fireball wohl jetzt zum Einsatz kommen. Gucken wir mal den Pitfighter, für den reicht's nicht mehr. Ich bin vom Fluch befreit. Überlasst es ruhig mir. 6 Damage noch, dann kann ich ihn mit dem Pyro Blast wegmoschen. Nachdem wir da jetzt töten, okay. Blumischen Wände. Ich könnte nächste Runde auch schon. Was könnt ihr nächste Runde spielen? 9 Mana. Den Pitfighter. Hat er immer noch eine Frostnova? Hat er ein Fireball? Frag nicht, okay. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Ich bin mit allen Wassern gewaschen. Tja, da kommt der Flamesword mal richtig gut. Gut gespielt. Nimm diese Klinge. Ach, der Anti-Killboard, okay. Das ist nicht so schön. Dann wird er jetzt wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ja, dann spiele ich die Iron Beak All aus. Okay, es ist kein Mirror Intentity. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Nimm diese Klinge. Die müssen in der nächsten Runde bereit sein. Okay, er hat einen Feuer. Nicht gut, nicht gut. Und ein Water Elemental. Jetzt seid ihr dran! Nehmt diese Klinge! Muss ihn nur auf 10 Damage runterbringen. Ein Blizzard. Hätte ich auch gedacht. Was du kannst, kann ich auch. Nervig schon. Ja, das ist riskant mit dem Zauberkünstler, aber ich versuch's mal. Tod oder Leben. Vertauscht Eingriff und Leben aller Diener. Oh, das wäre bitter. Das immer nicht haben. Ich versuch's einfach mal. Mehr als schief gehen kann's nicht. Der Reno sollte aber bald mal kommen. Ich krieg nämlich langsam Schiss, so viel Karten wie der hat. Ja, er kann ihn pingen und dann ist er auch schon weg. Ich frage mich, ob. Oh.
Polymorph. Hat er den bekommen oder hat er den schon gehabt? Machtwort Ruhm hat er bekommen, okay. Das ist natürlich ätzend. Tausch Angriff und Leben aller Diener. Gut geschafft. Sonnenbrunnen läutern. Okay, das ist nicht so schön. Gut gespielt. Trogsor! Hier drei, den loswerden. Erstmal Damage auf die Sau. Den will ich schon loswerden, ist am gefährlichsten von allen. So rum. Ich lasse erstmal den Lipanum alleine da stehen. Ich fliege! Okay, das ist bitter. Ich bin doch nicht allein. Jetzt müsste ich mal langsam Vino bekommen, sonst wird's eklig für mich. 10. Face. Hä? Achso, ich hatte 24, okay. Okay, der. Oh fuck, das reicht leider nicht für den. Da haben wir den Flammenschürer. Das reicht leider auch nicht. Aber ich muss ihn wohl spielen. Ich diene dem Feuerfürsten. Jackson wäre nett. Okay, da ist Vino. Ich habe meine Beute interessiert. So, damit wir wenigstens was drauf haben auf dem Feld. Okay, jetzt wird's richtig ätzend. Macht er dann nächste Runde 4 Damage? Die Drache von Kaitara. Kann ich zweimal einsetzen, die Fähigkeit. Das war's. Gut gespielt. Ach, er hat einen Feuerball, oder? Nein, er hat einen Feuerball. Ach, scheiße! Ich hätte Reno eine Runde vorher spielen sollen. Schade! Ich hätte Reno eine Runde vorher spielen sollen. Es war schon der Bereich, wo es sehr, sehr kritisch war. Ich hätte Reno spielen sollen. Da hätte ich das Spiel gewonnen. Scheiße! Okay, das muss ich mir merken. Ab 10, alles was über 10 Lebenspunkte ist, muss ich Reno einsetzen schon.
nicht zu lange warten. Das war bitter. Das war eine sehr, sehr bittere Lektion gerade. Das hätte ich mir denken können, dass er einen Feuerball auf der Hand hat. Hätte er jetzt wahrscheinlich auch von den Drachen von Kaltara nutzen können. Oh nein. Nicht schon wieder gegen Magen. Ihr habt es so gewollt. Darauf könnt ihr Gift geben. Okay, das ist ein guter Start. Damit kann ich leben. Immer Reno vor 10 Lebenspunkte einsetzen. Gerade wenn ein starker Minion draußen ist. Bock. Ich hätte ich Reno eine Runde Feuer eingesetzt. Hätte ich es mal getan. Ich hab's überlegt, aber... Schade. Jetzt darf ich nur noch einmal verlieren und der Gegner hat irgendwie keine Lust. Doch. Er hat nur 100 Jahre gebraucht, um mal nachzudenken. Boah, Junge, mach hinne. Flammenschwert. Okay, wenn ich jetzt noch Zauber bekäme, wäre ich glücklich. Boah, ärgert mich das. Da war ich zu greedy. Ich hätte einfach Reno spielen sollen. Die Runde davor. Schade. Haunted Creeper. It's a dream. Chugga. Snow Chugga. Okay, dann werde ich mal, glaube ich, gleich auf jeden Fall rausbringen. Ah, was spielt er denn noch? Oh, oh. Ach, was. Fuck, das hat ja nicht gereicht. Wir haben ja nur einen Angriff. Ah, sowas Dummes. Das war schon sehr extrem dumm. Nächster Fehler. Hätte ich nicht machen sollen. Obwohl es wäre letztendlich aufs selbe hinausgekommen. Wäre ich aufs Face gegangen, hätte er mich höchstwahrscheinlich... Oder er wäre aufs Face gegangen. Also letztendlich... Wäre es aufs Gleiche hinausgekommen, jetzt wieder einen wegpingen. Und dann werde ich ihn pingen. Und dann habe ich noch zwei Mana übrig und kann den Source Apprentice oder den Blutsumbraptor spielen. Sollen wir ihnen einen Strich durch die Rechnung machen? Oh, oder ich spiele es einfach nicht. Das ist bitter, aber den kann ich zumindest gleich loswerden. So, das wird mir nicht viel bringen. Nehme ich den Raptor aus oder den Source Apprentice? Dass Reno auch immer so spät kommen muss. Mann, der Frostbot ist weg. Jetzt bräuchte ich halt Reno und mein Acolyte of Pain bräuchte ich für Card Draw. Pinkt ihn weg. Okay, das ist mal richtig bitter. Mal gucken, ob man jetzt schon. Ja, ich mach mal Druck. Ich spiel mal greedy. Mal gucken, ob man Fireball hat. Tiger später. Interessant. Aller Beschwörer, das bringt mir alles nichts. Wie geht's? Na, geht er in Traden? Muss er ja eigentlich. Gesucht, tot oder lebendig. Oh. Was hat er bekommen? Ein Kompostieren.
Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich spiele mal mit Zerstäuben. Oh fuck, jetzt hätte ich eine gute Combo spielen können. Ach, ich bin auch manchmal so ein Höni, ey. Los. ATC habe ich noch nie gesehen als Karte, aber nice. The Mirror Entity. Portale aktiviert. Kann ich gleich mal machen, ausprobieren. Okay, es ist kein Mirror. Es ist kein Mirror Entity. Ich spiel's mal. Mal gucken. Beschwört einen zufälligen Krieger der Horde. Power of the Horde. Hoffe, er hat keine Murlocs. Das wäre sehr bitter. Ja, Reno versteckt sich wieder, da will nicht rauskommen. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Oh fuck, er hat irgendwas mit mehr Minions, oder? Lol. Okay. Das sieht gar nicht mehr so gut aus. Okay, ich könnte jetzt. Ja. Ihn spielen. Ich diene dem Feuerfürst. Das Ding los! Fuck the shit. Reno, wie wär's mal, wenn du auftauchen würdest? Das wäre echt nice. Na, er hat sich dann doch lieber für den Mangelsturm entschieden. Mal gucken, ich brauch dringend einen Zauber. Du musst den Sack loswerden. Oh mein Gott, und dann kriege ich so einen Schmarrn. Ich habe genau das, was ihr braucht. Echo? Das Echo wäre gar nicht mal so schlecht. Ah. Lass dich im Herzen sprechen. Reno, da ist er! Sehr schön. Feuermann. Das heißt, nächste Runde Reno spielen. Vielleicht ist er greedy und geht nur aufs Face. Ein Pyroblast und die Sache ist gegessen. Das wäre jetzt sehr, sehr bitter für mich. Wenn er einen Pyroblast drin hat. Ich frage mich, ob... Habt ihr den Frostbolt schon gespielt? Ich glaube schon, oder? Okay, ja, geht aufs Face. Okay, Reno muss jetzt. Komm schon. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich habe ihn gespielt. Die vergessene Fackel und ein Bran. Zwei.
Den würde ich loswerden. Eine Karte noch ziehen. Dunkeleisenzwerg. Mehr Schmerzen. Bringen wir den mal auf 4 runter. Den kann ich auf 6 runterbringen. Das ist auch das Maximum. Obwohl, wenn der 4 Damage bekommt, dann könnte ich ihn auch töten. Nee, stimmt gar nicht. Kann ich nicht. Das war's. Der Wuschspeier. Ja. Der Wuschspeier im Zusammenspiel mit dem Flameswalk. Das wäre gar nicht so übel. Der macht ja nur 3. Ich bin ein Morgenmuffel. Oh ja, der Flameswalk muss jetzt kommen. Unbedingt. Oh, yes. Der Flameswalk holt mir jetzt hier richtig viel. Okay, ach, ihn kann ich ja gar nicht pingen. Stimmt ja. Müssen wir das halt so spielen. Nächste Runde hätte ich schon 7. Nächste Runde könnte ich ihn schon besiegen. Nee, stimmt gar nicht. Schmarrn habe ich nur 11. Doch, hätte ich. Könnte ich immer noch. Das wären 7. Ja, könnte ich. Nächste Runde hätte ich ihn. Wenn er bei 12 Lebenspunkte bleibt. Hat jemand den Arzt gerufen? Okay. Yes! Recht spannende und interessante Spiele. Und ich habe meinen Rekord! Ich habe meinen neuen Rekord! 6 Siege! Mit dem Magier, ich werde ja nicht mehr. Es klappt also doch irgendwie. Entweder habe ich. Okay, ich habe ein paar Spieler, die ich richtig fetten Lack. Oh, aber ich bin echt glücklich. Inzwischen schon fast 2 Stunden. Oh, ein Warlock. Der Big Bad Wolf. Und Reno gleich mal auf der Hand. Diesmal schmeiße ich ihn nicht weg. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Reno bleibt mal schön auf der Hand. Jetzt bräuchte ich halt nur den Force Bolt. Big Game Hunter hatte ich auch schon auf der Hand, wenn irgendwas Schlimmes kommt. Wie zum Beispiel, was könnte beim Waller kommen? Mal'Ganis. Zombie Show, okay. Ein Lipanon. Nicht sehr mana-effizient gespielt, aber ja, ich kann ihn pingen. Mycon Machine. Eine Frostnova. Den Harvest Golem raus, das ist am sichersten. Double Trade und spielt dann den Grizzly. Auch nicht schlecht. Ich bin vom Fluch befreit. Kaufen oder verkaufen? Der blöde Trödler. Na, versucht er den irgendwie aus dem Spiel zu nehmen? Oh, Power Overwhelming später. Okay. Why the fucking hell not? Jetzt seid ihr da! So ein Pitfighter weiter greedy sein, ein bisschen Gas geben. Appel, mir zur Seite. Okay, bereit, das sieht ätzend für mich aus. Ich könnte die Frostnova spielen. Ich hab schmutzige Tricks auf Lager. Ich bin mal aggressiv. Die Wahrheit ist mein Schild.
Okay, das ist richtig ätzend jetzt für mich. Die müsste ich pingen. Puh. Noch zwei Lebenspunkte übrig. Ich hab schmutzige Tricks auf Lager. Dann wird er den wenigstens los. Das habe ich mir schon gedacht. Der Bergriese! Big Game Hunter Time! Das ist gut. Ich habe meine Beute im Visier. Ich warte mal noch, will nicht zu greedy sein. Ich brauche immer noch den Frostbolt. Keine Sorge, Darlings. Okay, das ist nicht so schön für mich. Und ein Pilot. Lol. Ein Pilot. Das ist die Frage, ob ich... Ah, der macht halt zwei Schaden. Müsste ihn halt auch loswerden. Wenn die Fireball nicht für den opfern, das ist ätzend. Du nicht nehmen, Kerze! Okay, der Mechanikete, die muss ich jetzt auf jeden Fall mal weg. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Okay, das sieht nicht mehr so gut. Oh, da kommt der Crossboard. Hat ja 4, der 3. Oh, ein Jeep. LOL. Okay. Ich komme aus der Leere. Dann pingen wir mal das Schieb. Den zweiten Forceboard noch spielen. Oh, schwierig. Ich guck erstmal, was er hat. Nein! Verflucht, ich habe ihn verklickt! Nein! Verfluchte Scheiße, das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Oh nein. Oh nein, ich habe mich verklickt. Fuck you, Mann. Ich wollte eigentlich die Karte wieder zurücklegen. Und dann... Oh nein. Okay, so verliert man dann natürlich Spiele. Oh, ein Seele entziehen. Oh fuck, okay, jetzt muss ich Minus spielen. Nächste Runde. Fuck, das war ein richtiges Fail, ein Missplay gerade. Wir werden reich sein. Oh mein Gott. Na gut, er hätte ihn bekommen. Ich hätte ihn sowieso nicht getötet. Einfach mal abgesehen. Oh Mann, war das ein Missplay. Das ist mir noch nie passiert. Okay, den später mit Secrets. Oh, ist das bitter! Oh, das ärgert mich ja jetzt irgendwie. Mysterium von Kizan. Interessant, er spielt mit Dings. Oh mein Gott, das ist ja alles kacke. Vielleicht. 4, 3. Sollen wir ihnen einen Strich durch die Rechnung machen? 4, 2. Ist doch nicht egal, mit welcher Seite er anfängt zu traden. Bräuchte langsam mal ein Acolyte of Pain, das wäre mal nett. Oh mein Gott. Okay, ich habe verloren. Oh nein! Es wäre jetzt auch nicht anders gewesen mit dem Frostblitz. Davon haben wir abgesehen. Crazy Alchemist.
Ja, das sieht gar nicht mehr gut aus damit. Oh fuck. Das sieht echt nicht mehr gut aus. Ah, jetzt habe ich natürlich das Pech, dass ich zwar den Reno habe, aber kein Kator. Das merkt man dann doch schon. Oh fuck. Legt euch nicht mit. Lol. Lol. Okay. Okay, ich glaube, das Spiel geben wir mal auf. Diese Runde geht auch auf. Da wird nichts mehr passieren. Der hat echt einen guten One gerade gehabt. Und ich hatte ein Missplay hoch 10. Naja, immerhin 6 Wins. Hätte ich mir nicht träumen lassen mit dem Deck. Gucken wir mal. Einen neuen Rekord aufgestellt, so viel muss ich sagen. Für jemanden, der nicht so viel Arena spielt. Oh, damit schon das Gold wieder reingeholt. Und ein Kartenpack. Hat sich doch schon mal gelohnt. Ja. Na gut, das war's mit der Arena. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte eine Menge Spaß. Ich war überrascht, wie gut es funktioniert hat. Und ich habe einen neuen Rekord aufgestellt. 6 Siege. Bin zufrieden mit mir eigentlich. Außer dieses eine Missplay. Das war nicht absichtlich. Ich war halt einfach... Ich wollte die Karte wieder zurückgeben. Da hatte ich sie schon auf meinem Helden geswitcht. Tja, nicht so gut gelaufen. Aber selbst wenn ich ihn getötet hätte, hätte er ja eine Doomguard draußen gehabt. Also, ob ich das Ding jetzt gepinkt hätte oder nicht, wäre eigentlich wurscht gewesen. Und er hätte auch noch ein Seele entziehen gehabt. Ja, der hatte einfach Glück und ich hatte zwar Reno diesmal, aber kein Kator. Das war leider ein bisschen schlecht. Na gut, habe ich mal wieder Zeit, ein Pack-Opening zu machen, oder? Glaube schon. Na gut, sehen wir uns einfach zum nächsten Mal wieder. Ciao!